Ja, es ist ja so typisch dachdeckermäßig jetzt hier. Zack. Haben wir erstmal straff Holz. Da können wir uns jetzt lecker Stufen rausbauen. So, eins, zwei und drei. Und dann haben wir ja auch 64 Stufen. Und die Werkbank kommt natürlich hier wieder weg. Das ist so, die nehmen wir uns wieder mit. Gut, dann können wir jetzt hier endlich weitermachen. Ja, das hält immer auf, ne? Das hält ja immer auf, alles sowas. Zack. Jetzt kommen hier überall die Stufen hin, also beziehungsweise natürlich die Dachschindeln. Und ich hatte mir schon überlegt, ob ich hier eventuell so einen Abschluss hinmache. Als meinen Abschluss mache als Architekt. Nee, das meinte ich nicht. So einen Abschluss aus Stein. Also die letzte Spur dann so aus Stein mache. Muss ich mal gucken. Also, ich zeige euch das gleich, wartet. Ich muss mich beim Dachbau immer total konzentrieren, was nervig für euch ist, denn dann kann ich nicht so viel erzählen und auch nicht so viel Blödsinn vor allen Dingen erzählen. Was ja normal eine meiner großen Stärken ist, ne? Nein. Aber ich freue mich auch, wenn das Dach dann drauf ist, dann können wir echt unten an die Innenausstattung gehen. Da brauchen wir dann noch ein bisschen Tannenholz für. Joa. Ja, brauchen wir, genau. Okay, jetzt noch einen höher. Und hier müssten wir jetzt eigentlich schon. Ja, wie mache ich das jetzt? So und so. Und dann können wir hier die nächste Phase des Baues eröffnen. Und die gehen echt wie weg wie warme Semmel, weil es auch wirklich ein Riesendach ist. Was hier schon an Holz aus dem Apfelwald reingeflossen ist, ist echt der Kracher schlechthin. Ja, und ich werde das bestimmt nicht alles auf einmal machen, sondern dann vielleicht auch schon mal ein bisschen an die Innen. Aber nee, ich kann das nicht einrichten. Ich kann ja schlecht mein Bett hier oben reinstellen. Und dabei ist da noch alles, ne, ihr wisst schon, offen oben. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Nee, das kann ich machen. So, nächste Abteilung. Oh, wir haben das geschafft. So. Ja, und hier wird dann natürlich so ein kleiner Winkel entstehen. Naja, aber das kann selbst ich als gelernter Dachdeck-Architekt verknüsen, denke ich mal. Und wahrscheinlich muss ich jetzt gleich erstmal bei der anderen Seite dann weitermachen. Und das machen wir mal so. Geht, glaube ich, besser. Zack, zack. Und zapp, zerapp. So kommen die alle hier dran. Und da ist eine oben drauf. Naja, was will man machen? Und. Ey, haben wir schon wieder keine Stufen mehr? Doch, ich dachte schon. Wir haben doch straff gemacht hier. Und ich glaube, das ist schon ganz schön hoch jetzt. Also ich meinte hier diese letzte Reihe, dass man da eventuell Steinstufen hin macht. Um das ein bisschen aufzulockern einfach auch. Jetzt muss ich mal gucken. Wie hoch muss ich denn hier überhaupt? Weil ich muss ja dann darüber. Ja, ist nicht so einfach. Ich gehe jetzt mal hier raus. So, da müsste jetzt Erde hin, damit ich hier genau dann so hoch kann und dann. Oh. Ach, hier komme ich gar nicht raus. Okay. Schön, Leute. Schön, schön. Habt ihr toll hingekriegt. Das habt ihr echt sauber hingekriegt. Hier die Erde wieder weg. Boah. Darüber springen. Oder soll ich hier runter? Oh. Autsch. Oh, das tut auch weh. Ja, und dann müssten wir wahrscheinlich hier irgendwo hoch. Die Leiter ist jetzt hier völlig nutzlos geworden. Die kann er weg. Und schaut mal, da habe ich mir ganz schön wehgetan. Aber egal. Egal. Kommt her, ihr Leitern. Ihr Leiterlein kommet. So, und jetzt bauen wir uns hier mal die Leiter hoch. Oder hier in der Ecke. Hier so. Ja, doch, ich denke schon. Okay, und dann geht's jetzt erstmal hoch. Hier weiter. Da muss ich mir jetzt Erde hinbauen oder Holz. Ja, da haben wir genau einen einzigen dabei. Das bringt uns ja sehr viel. Okay, hier bauen wir erstmal hier das Dach weiter. Damit wir das, wir müssen das auch aufeinander zulaufen lassen. Das ist schon auch wichtig. Und da müssen wir auch den Dachstuhl, beziehungsweise das Gebälk hier oben, von innen dann weiter errichten. Und wir können ja auch mal so einen Kürbiskuchen machen. Was kommt da alles dran? Ich hatte mir das Rezept mal angeguckt.
Ich glaube, ein Kürbis, Zucker und noch was. Zucker und Salz? Nein. Wie war das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte wirklich so früh morgens nicht aufnehmen. Hat keinen Sinn, ne? Naja. So, zack. Oh Mann, was soll das denn? Das war schon mal besser. Das habe ich schon mal besser hingekriegt. Ja, könnt ihr euch gut daran erinnern, ne? Wo ich das besser hingekriegt habe. So. Stufen hier hin. Mann, so ein Dachausbau macht, ist lustig. Nee, nicht. Okay, die kommt wieder weg. Ja, ich muss mich mal ein bisschen zusammenreißen. Und dann können wir auch mal zu den Schafis gehen, zur Abwechslung, zur Auflockerung des Ganzen. Und hier muss das natürlich dann rum. Dideldum. Das machen wir gleich mal. Obwohl, nee, ich baue das immer einmal hier hoch. Es heißt, wartet mal, wartet mal. Hier müsst doch so, und dann kommt das hier so rum. Genau, so. Und ebenso kommt es hier dann natürlich noch rein und ein rum. Genau. Hier käme dann die nächste Reihe drauf. Die machen wir gleich nochmal. Und irgendwann wird es dann auch fertig sein. Und ich würde sagen, wenn wir das Dach fertig haben, dann gehen wir echt die Sache mit dem Hundsgrabschriftzug an. Das ist dann mal was ganz anderes. Mal kein Gebäude. Und danach machen wir dann vielleicht die Apotheke weiter mit der oberen Etage. Da soll ja dann. Oh, Nerv. Da soll ja dann. Sollen ja dann so Krankenzimmer. Beziehungsweise so ein Siechensaal hin, wo die Leute vor sich hin siechen können. Das kommt da oben in die obere Etage rein. So ist zumindest der Plan. Und jetzt können wir hier schon mal sehen, dass wir hier nämlich dann tatsächlich die Dächer zusammenführen. Und das sieht dann so aus, genau. Und dann haben wir hier nämlich, ja, sozusagen die Dachspitze. Und das ist schon mal sehr gut, dass wir soweit schon mal sind. Die würde hier dann noch ein bisschen rausragen. Das heißt, hier hätten wir dann so ein kleines. Puh, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich alter Dachbauspezialist. Okay, hier ist das Dach ja dann, glaube ich, auch schon zusammen. Genau. Hier ist die Dachspitze und die Dachspitze. Und dann führen wir die dann schon zusammen. Boah! Alter, wie mich das aber nervt auch. Ich hatte ja auch letztes Mal gefragt, was wir. Nee, hatte ich noch nicht gefragt. Also, ich mache ja einmal die Chronik eines Dorfes, dann mache ich ja die Weltenbastler, wo mir momentan so ein bisschen der Stoff fehlt. Das heißt, ich habe da momentan keine direkte Welt, die ich jetzt vorstellen könnte. Und die Stufen sind alle. Dann bauen wir uns nochmal welche. Morgen früh. Direkt. Heppa, Autscha. Jetzt gehen wir erstmal schlafen und wir könnten langsam mal umziehen von hier unten, weil das ist ja keine Art. Immer schlafen wir heute das letzte Mal hier. Das letzte Mal, dass wir hier pennen. Auch einen Moment. Auf dem man erstmal eine Tasse Kaffee trinken kann. So, weg damit. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das Bett dann hier hinstellen, wenn wir denn hier oben dann eingerichtet sind. In unseren Privatgemächern. Hier hinten ist eine schöne Ecke. Eine schöne ruhige Ecke auch. Da fehlt uns natürlich noch eine. Ah ja, passt mal auf. Wir haben ja ein bisschen Sand dabei. Können wir uns erstmal hier ein bisschen Sandstein rausmachen. Zack. Den Sand, ja, keine Ahnung. Erstmal hier hin. Und wie war das jetzt? So eine Platte brauchen wir jetzt mal. Das sind gleich sechs. Ja, Leute, und wir brauchen unbedingt Truhen, ne? So geht das nicht weiter. Hier, das olle Hähnchen mal weg. Da machen wir hier mal dicht. Zack. Das ist ja hier, ne? Da geht's ja runter zu unserem. Sagt schon. Ja, wo stelle ich? Ich überlege gerade, wo das Bett entsteht. Hier ist die Schatzkammer drunter. Und da würde ich natürlich ganz gerne auf meinen Schätzen schlafen. Allerdings würde ich auch ganz gerne ein Doppelbett haben. So ein Doppelhimmelbett. Das müsste eigentlich hier irgendwo hin. Ah, hier sind alles Dreierbereiche. Das heißt, ein Doppelbett wird echt schwer, ne? Fällt mir gerade ein. Also bei der Art der Konstruktion hier. Ein Dreierbett kann man nicht machen. Wirklich nicht ganz einfach.
Also ich würde sagen, ich würde ganz gerne erstmal hier das Bett hinbauen. So, zack, haben wir erstmal ein neues Bett. Und dann müssen wir natürlich jetzt das Dach weitermachen. Dafür nehmen wir mal hier das restliche Holz, was wir haben. Aber wir können noch ein bisschen mehr machen. Guck mal, hier haben wir auch noch 13. Ja, ich dachte eigentlich, ein 64er Stack reicht. Reicht natürlich wieder nicht. Ganz klar, Logo. Um hier genug Stufen zu machen, um das Dach dann zu Ende zu bauen. Jetzt haben wir nochmal 64. Super. Und wir müssen dann bald direkt dann auch in den Apfelwald nochmal gehen, höchstwahrscheinlich. Nerv. Nochmal Holz fällen. Boah. Und dann das irgendwann mal hier zu Ende bringen. Telefon. Ja, Telefon. Klingelt, schellt. Oder wie man das auch gerne nennen möchte. So, und jetzt sind wir hier nämlich schon dicht. Also hier sind wir dann noch dicht. Und das muss wahrscheinlich hier so ein rausstehen. Und das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus. Irgendwas passt hier noch nicht ganz. Ich würde sagen, ich mache einmal das Dach weiter. Weil da haben wir die Grundlage und ich hoffe, irgendwie kriegen wir das gebrezelt, dieses Dach zu schließen, ohne dass wir hier auch noch was abreißen müssen. Das wäre ja super nervig. Wenn ich dann auch nochmal anfange, oh ja, dann müssen wir das nochmal abreißen und dann müssen wir das alles nochmal neu machen. Und ich glaube, ich mache von diesem Dachbau einfach mal eine, wird schon eine Doppelfolge werden. Aber dann sind wir vielleicht auch fertig. Also vielleicht. Ja, und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir hier von unseren schönen Erfahrungspunkten, die wir so fleißig gesammelt haben, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, also heute nicht, aber sonst haben wir in den letzten Folgen schon wieder ein paar zusammengekriegt. Seht ja, 27 Level haben wir schon wieder uns angeeignet. Ja, Mensch. Und hier muss ich wahrscheinlich erstmal das Dach so rüberziehen. Mal schauen. Ja, es wird. Also ich bin da guter Hoffnung. Also, ne, ich bin nicht schwanger. Aber ich bin guter Hoffnung, dass das Dach jetzt bald auch fertig ist. Und einmal, wir müssen tatsächlich noch einmal in den Apfelwald und auch in den Tannenwald und da Tannenholz besorgen. Ja, volle Konzentration bei dieser schwierigen Aufgabe. Ich hoffe, das passt jetzt hier, was ich mir jetzt zurecht drechsel. Und jetzt wird es auch da unten richtig dunkel. Das heißt, wir müssen auch mal Fackeln aufhängen. Nicht, dass wir hier gleich einen schönen Monster-Spawner uns gebastelt haben. Das wäre ja nicht so schön. Wenn dann hier die Monster im oberen Teil der Villa spawnen und die Bürger auffressen und so. Ja, das sind so die typischen Sorgen eines Bürgermeisters halt. So. Und die nächste Reihe kann beginnen. Boah, was für ein Dach. Aber so viel ist es nicht mehr. Ja. Ich lausche mal gerade der schönen Musik. Und ich hatte ja auch die beiden Lieder vom Powerplayer in der Playlist drin. Und die... Ja, sind schon wieder alle. Meine Güte. Oh, Mensch. Das tut ganz schön weh auch. Ja, ich esse jetzt mal das Rohhuhn. Nee, das bringen wir gleich mal in die Kühlkammer. Und angeln müssten wir nochmal. Und es wurde auch gesagt, geh doch mal los und hol den Ocelot. Zähme das. Also eine Katze. Zähme die Katze. Und dann kannst du hier so ein Knasteln bauen. Und da dachte ich, dass wir den vielleicht hier unten hinbauen. Also ich wollte hier eigentlich noch eine Kiste hinstellen. Aber man könnte hier natürlich auch, ich zeige euch mal, wie das aussehen könnte, hier so eine Treppe runter machen. Hier wäre dann die erste Stufe. Müssen wir so machen, sonst kommen wir nicht rechtzeitig runter. Also, ne, nicht steil genug. Und hier dann im... Oh, das war falsch. Hier dann im Grunde den Keller hinmachen. Na? Habe ich jetzt Stufen dabei? Ja, habe ich dabei. Schön. Dann nehmen wir die doch gleich mal. Bietet sich ja gerade an, jetzt noch mehr mit Stufen zu machen auch. Haben wir ja kaum in den letzten Aufnahmen gemacht. Da können wir jetzt noch ein paar mehr Stufen machen. Ja, und hier wird es dann runtergehen in den Keller, im Grunde. Moment. So groß muss es auf jeden Fall. Hier wäre dann der Gefängniskeller von Hundsgrab. Genau. Und hier wird es dann runtergehen. Da muss ich da nochmal so einen Stein reinknöpeln. Haben wir 19 Stück. Die Ho, die können wir auch mal aufbrauchen. Die ist ja schon ziemlich down. Ja, hier wird es dann runtergehen.
Wie tief muss ich mal gucken? Und da unten wären dann die Gefängnisse. Das heißt, hier bei der Bürgerwehr geht's rein. Hier müssen noch Fenster rein. Die habe ich, glaube ich, noch dabei. Jupp. Und dieses Gummihuhn, das schleppe ich schon die ganze Zeit mit mir rum. Das ist auch ein bisschen nervig. Fehlen hier noch irgendwo Fenster? Ja, da oben. Haha. Ich hab's entdeckt. Und ich kann sie hier nicht reinsetzen, aber ich muss hier rüber. So. Komm ich da ran? Jupp. So, zack, Fenster rein. Und da setze ich auch ein Fenster hin, das bleibt auch stehen. Nein, natürlich nicht. Und, ja, wir müssen in den Appelwald. Wie spät ist denn das? Es ist noch relativ früh, glaube ich. Oder ist es relativ spät? Ja, schaut mal, so sieht das aus, das Dach jetzt von hier. Eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Sonne geht unter. Eigentlich ganz gut, ne? Und wir müssen in den Tannenwald und auch in den Apfelwald. Okay, jetzt bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, wie ich jetzt fortfahre. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Apfelwald. Egal, wenn es jetzt dunkel wird. Was haben wir denn alles dabei? Oh, allen Schrott, Leute. Wir haben schon wieder allen Schrott in unserem Inventar. Und dann gehe ich jetzt erstmal hier zu irgendeiner Kiste und lade erstmal ein bisschen Krams ab. Hier haben wir noch einen Eimer Lava. Cool. Und Schießpulver. Können wir wieder ein bisschen was sprengen? Nein, ich gehe hinten zur Baukiste. Und da muss ich erstmal ein bisschen was abladen. Und dann machen wir jetzt ganz kurz den Wasserfall. Genau, das machen wir jetzt so. So machen wir es. Haha, guter Plan. Nächster Plan. Und hier würde ich dann vielleicht sogar so eine Säule draufsetzen. Also, nee, habe ich ja nicht. Ah, verdammt. Zack, 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 zack. Hier kommt nicht so ein Ding hin. Aber hier und da kommt so einer hin. Und dann haben wir hier die Stufen soweit fertig. Und dann renne ich jetzt. Haben wir das? Ja. Hier ist natürlich einer wahrscheinlich zu viel. Genau, und zwar. Nö. Warum haben wir hier einen? Hä? Fehlt da einer? Ne, drei ist richtig. Ja, hier unten kommt nicht so ein normaler Pflasterstein hin, sondern da würde dann so eine gemauerte Stufe hinkommen. Und jetzt renne ich mal ganz fix hier rüber zur Apotheke. Also zur Apothekenbaustelle. So. Und sehe, dass wir da zwar noch Stufen haben, aber nicht die, die wir brauchen. Naja. Also hier die haben wir. Und wir haben noch ganz viel Cobblestone. Jo, na ja, na ja. Warte mal, was waren das? Fichtenholz. Und hier für das Gebäck brauchen wir auch noch was. Okay, ich muss ja mal ein bisschen was ablegen hier. Es geht so nicht weiter. Hier die Schilder, den Sandstein brauchen wir jetzt direkt auch nicht. Die eine Leiter brauchen wir nicht. Den einen Setzling, diese Dinger brauchen wir nicht. Die Werkbank. Nee, können wir uns schnell craften, wenn wir eine brauchen. Die 18 Cobbles brauchen wir auch nicht. Und es wird dunkel. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier pennen. Hier müsste ja auch noch ein Bett sein, richtig? Und noch nicht in unserem neuen Bett in der Villa. Und dann brennen wir uns noch mal ein bisschen Pflasterstein. Das muss auch sein jetzt. Und hier, Harald, es ist spät. Komm mal rein. Ja, der böse Hund, komm mal rein. Komm mal rein. Ja, so ist doch fein. Braver Hund. Braver Hund. Gute Nacht. Und ja, schön, passt mit dem Lied, ne? So. Ich wollte gerade sagen, es ist immer noch dunkel, aber sah nur so aus. Ich muss mal gucken, wie weit meine Pflastersteine sind. Boah, ja, das dauert immer alles. Ah, passt auf, dann können wir hier nochmal in der Zwischenzeit ein bisschen Kies verlegen und die beiden hier, die haben sich ganz gerne. Aber so richtig laufen tut zwischen den beiden nicht. Also ich habe da noch keine Herzen flattern sehen. Und dann baue ich jetzt schon mal den Kies hin. Was nach unten? Hä? Oh, das ist gefährlich. Das müssen wir ganz kurz zumachen. Nicht, dass uns da einer reinpalumst. So. Ich hoffe, da ist nicht schon irgendwer reingefallen, aber dann hätten sie was gesagt. Oder er hätte jetzt da hochgeglotzt, ne, wenn wir hier sind. Okay, jetzt machen wir hier den Kies hin. Oh,
Das war ein bisschen vieles, vieles Guten. Und Gott sei Dank kein Flintstone mehr rausgekommen. Und hier jetzt Gott sei Dank auch kein... Ja. Und wieder ein Feuerstein, der sein nutzloses Leben in Hundsgrab fristen wird. Die Familie Feuerstein. Ups. So. Und jetzt geht der Weg hier schon mal bis zur Mauer. Ja. Und hier kommen dann auch wieder alle Ziegelsteine. Also hier, ne, diese Art Ziegelstein rein. Dieser normale. Und ja, schöner Hund, ne? Ist meiner. Boah, und das dauert. Das, so lange warte ich nicht. Dann gehen wir jetzt in den Apfelwald und Fellenholz. Egal. Die Kies legen wir so lange nochmal in die Kiste. Und dann fällen wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen Holz. Es nützt ja nichts, es nützt ja nichts. Was sollte ich denn tun? Und wartet mal. Wenn ich jetzt loslatsche mit dieser kaputten Axt, hat das auch wenig Sinn. Leute, es hat keinen Zweck. Ich beende erstmal diese Tortur, die ich jetzt hier habe, über euch ergehen lassen. Indem ich eine neue Axt baue. Und dann auch in den Wald gehen werde, in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich. Es war eine chaotische Reise durch Hundsgrab, in der wir nicht viel geschafft haben, außer ein wenig an dem Dach rumgebastelt. Eisen dürfen wir hier noch haben. Jo, haben wir. Da basteln wir uns jetzt hier ganz stilgerecht bei Heinemann. Zwei Äxte. Ja, ihr habt richtig gehört. Zwei Äxte. Und ich habe schon überlegt, sollen wir mal so eine Axt enchanten? Aber das, da müssten wir uns eigentlich eine Diamantaxt machen. Und dafür müssten wir eigentlich erstmal in die Mine. Und uns ein paar Diamanten suchen, ne? Ach ja, es kommt ja eins zum anderen. Ach guck mal, hier hätten wir noch eine gehackt. Stimmt, ich habe ja so viele Äxte gemacht. Ich Idi. Ja, hier wäre auch noch eine gewesen. Und auch noch ganz viele. Da kommt diese jetzt noch dazu. Und hier ist unsere Diamantspitzhacke mit Behutsamkeit. Hm, weiß nicht, ob die hier so gut liegt, aber die soll Hein ja auch mal reparieren. Okay, wir packen das Eisen wieder ganz klassisch hier rein. Und dann sage ich mal, während ich hier zu den Schafen laufe, hier werden wir das nächste Mal weitermachen. Nein, Quatsch. Nein, ich höre es auf. Es hat keinen Sinn. Wir werden das nächste Mal in den Apfelwald gehen. So ist der Plan. Und dann machen wir da oben bei dem Dach weiter. Da oben. Und deshalb sage ich jetzt, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.